was der für uns für eine Überraschung hat. Yo, yo! Machi kutabire chimatta ze. Hisashiburi da na, Aphasis-chan. Sonna ni hisashiburi janai desu yo. Soto ni deru to kanarazu jōgo imasu kara. Er ist auch so wie so ein Stalker, ne, der ist dieser Typ. Oyabun. Okkake shite iru no, bare bare mitai ssu ne. Ore tachi, bikou ya senpuku kei no skill motte nai shi na. Mata anta tachi? So iu no tte ne, stalker tte iu no yo. Ma a ma, Jō wa ii hito desu. Kono mae wa okashi wo kuremashita. <笑>細かいことは気にしないでください。何をもらっても、ジョーの仲間にはなりません。つまり、マスターである<笑> せいせい堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。両方でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったら かなり高くつくぜ。なんでそんなことまで知ってるの？リディがストーカー。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ、勝負を受けようが断ろうが。 俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてあるぜ。 Schlimmer als die Paparazzi oder irgendwelche Medien. Ey, der kann echt so in den Medien arbeiten, dieser Typ. どうする? So richtig so stalkerhaft. そうなるわよね。 Wenn wir jetzt gegen die normal kämpfen. Hä? Schon wieder? Jetzt müssen wir schon wieder gegen die kämpfen. Ich glaube, die wollen uns jetzt bestimmt die ganze Zeit immer nur nerven und dann immer anlegen. Die geben aber echt nicht auf. So stark sind die auch gar nicht, ne? Obwohl die schon ein höheres Level jetzt sind, seinen letzten. Die haben ja schon ein bisschen so trainiert und so, aber sind immer noch nicht so krass. <笑>まさかこの俺様が決めるなんて。一度した約束は必ずパーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。 Später, ich wusste es. Und er wollte wieder gegen uns kämpfen. Oh, ich kann ja auch nicht mehr.
Oh, 100.000. Reitschaltchip. Verlobungsring. Level up. SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。 リツコさん、あの、お久しぶりです。あら、クレアちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。 ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も言わず出たのがダメだったのです。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。 セリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になるのですか？別に迷子にはなってないのです。 ちょっと帰り道がわからなくなっただけなのです。それって迷子だよね。でも、どうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？あ、いや、man kann ja auch Taschengeld geben。 Habe ich auch irgendwie was gelesen. アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入してあげてくれるのよ。Ah, die machen so quasi eine Besorgung so für uns. 時には手に入りにくい武器や 強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり、普通にお小遣いとして使う場合もありますけど。オッケー。どちらにしろGGOで共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。分かっていただければいいんですの。では、 突然失礼しました。わ。マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。お小遣いシステムを使えるようにしたので試してみてください。マスターのために掘り出し物を探してきますね。オッケー。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り合いになったの？やっぱりゼリスカさんって無冠の女王って呼ばれてる人？ 私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、ランキングでも見かけないよね。そうそう、
すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、 BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。ねえクレハ、今度見かけたら頼んどいてよ。うん、どうだろう。なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。Suche nach Teilen. Okay, aber wir können jetzt dir Taschengeld geben, ne? LOL. Menü.Kann ich etwas fragen? KI-Einstellung? Gesteneinstellung? Erstmal, ne? Kann man ja noch ändern. Ich habe hier quasi Taschengeld geben. Einkaufseinstellungen. Freizügig ausgeben. Moderat ausgeben. Genügsam ausgeben. Waffen.Können wir Zubehör, Materialien nach Schnäppchen jagen? Mal nach Zubehör gucken, oder? Oder Waffen, vielleicht droppt sie ja was ganz Cooles. Ich will jetzt hier Taschengeld geben. Das ist nett. Gebietsboss im Labor der untergegangenen Zivilisation. Untergegangene Zivilisation, okay. Gucken wir, ob wir das da finden. Okay, das haben wir hier noch nicht. Wir müssen also zur Lobby vielleicht, ne? So, ich bin gleich wieder da. So.
So, Heldenkämpfe. Achso, das ist ja hier PvP, ne? Hier kann man auch noch mal einkaufen. Schade, dass man da keine Vorschau oder so einblenden kann. Also bei den Waffen kannst du schon gucken. Aber die haben das noch nicht so gemacht, dass man irgendwie die Klamotten angucken kann. Aber bei den Waffen geht das ja hier ohne Probleme. Haben wir hier? Die ganzen Nebenquests, ne? Oder ist es dieser Ort? Können wir eigentlich auch jemanden noch mit anheuern? Gucken wir mal da nochmal. Ist es. Oh, was Rotes. Okay, neuer Dungeon.
Ah, da hinten. Süßes Tagebuch, okay. Oh, da ist sogar einer, der explodiert. Ei. Oh, was Goldenes. Hey Yuka, na? Ich mach morgen wieder weiter mit Final. Oh, nice. Und wie geht's dir, Yuka? Ich habe auch gesehen, jetzt hast du auch so gestreamt gehabt. Ja, klar. Also je nachdem, wie man das halt findet, ne? Aber ich bin halt auch davon so Fan. Also es ist nicht nur jetzt Final Fantasy 14 oder allgemein Final Fantasy. Aber stimmt schon, SAO ist auch schon so nice. Ganz gut, Wochenende wieder nah. Ja, das stimmt. Ja, morgen ist ja Freitag. Morgen nach Final Fantasy wollte ich dann auch mal Soulwalker mal streamen. Bei Kochi konnte ich leider nicht zuschauen, weil er immer recht später gestreamt hatte. Mann, ich muss ja, habe diese Woche Frühschicht, deswegen geht das halt schlecht. Aber ich wollte das morgen auch streamen. Nach Final Fantasy 14 dann. Aber ich habe da schon zum Beispiel jetzt schon einen Part hochgeladen. Bei mir. Und da unten ist auch noch ein Gegner. Oh, das sieht auch schon nice aus. Aber es kann ja immer sein, dass irgendwo unten auch nur so eine Truhe ist. Deswegen rush ich da jetzt nicht so krass durch. Weil es könnte auch noch irgendwas Gutes hier rumliegen. Ah, da zum Beispiel. Immer irgendwo was sein. Buffs sind immer gut.
Oh nein! Ah, hier haben wir die Schnellreise. Ah, das ist cool. Wir können also in Dungeons auch Schnellreise haben. Ja, und hier ist dieser Kugelboss, der sehr nervig ist. Er soll ja sehr nervig sein. Also mit den Kugeln ist ja schon echt grantig. Ah, ist schon ein nerviger Boss. Ich habe das auch schon bei anderen Streamern gesehen. Die haben sich auch schon über den geärgert. Mit seinen blöden Kugeln da, besonders die Kugeln. Kugeln auch. Achso, jetzt kommen andere Kugeln. Uah. Na gut, der ist jetzt in der zweiten Phase. Die haben ja immer so Phasen. Je nachdem, was sie für einen Lebensbalken noch haben. Ja, bei jedem SRO so gewesen. Dann haben die immer wieder neue Mechaniken und so. Letzte Phase. Oh, da hat er wieder mich fixiert. Bist du? Dankeschön. Oh, die Kugel, ne? Geht weg von mir. Die verfolgen immer einen so. Das ist wie bei Call of Duty mit den Granaten, die verfolgen einen auch immer irgendwie. Oh, schrecklich. Boah. Nice. Nein, mein Drop. Ich will das haben. Habe ich das noch bekommen? Wäre sonst, ja, doof. Den ich jetzt nicht bekommen würde, oder Bunkerkomet habe ich bekommen. Ist das das vielleicht? Ich hoffe schon. Kehre nach Hause zurück. Okay. Machen wir das. Kannst ja auch mit anderen Leuten ja auch so Dungeons machen oder Bosse kämpfen. Dann kann man da halt auch so grinden und leveln zusammen und all so einen ganzen Kram. Man hat aber auch sehr viel Story hier in SAO. Und auch viele andere Schnickschnack-Sachen.
Hey Nanashi, grüß dich. Lädst du auch herunter? Cool. Ja, ich werde morgen auch nochmal Soul Walker den Stream. Ich habe ja schon Parts aufgenommen und hochgeladen. Und ja, vielleicht haben Leute ja auch noch morgen Bock, noch Soul Walker nach Final Fantasy 14 zuzuschauen morgen. Aber cool, wenn du das auch dann hier, dieses Spiel hier hast. Also es macht schon Spaß, also hier das neue Sword Art Online. Warte mal, jetzt kann man hier auf diese Schnellreisen machen, ne? Ja, ich bin morgen nach der Arbeit leider in Bayern. Deswegen werde ich erst Sonntag zocken können. Oh. Oh, okay. Aber dir auf jeden Fall viel Spaß in Bayern. Weil es natürlich schade, ne? Kannst du ja sonst nicht zocken. Ich wollte jetzt noch mal eigentlich 100% noch hinbekommen. Ja, 100%. Ma, bin auch gerade am überlegen, ob ich es mir holen soll. Sieht ja doch recht nice aus. Ja, also, es hat sich schon in dem Sprechen entwickelt, ne, SAO. Weil es versucht ja in verschiedenen Genres irgendwie gerecht zu werden. Ob das jetzt hier, Eingrad ist oder dieses, Sword Art Origin, irgendwie in Hollow Fragment oder in Hollow Isolation. Und dann halt, LAO, dieses, abgeänderte Alpha im Online. Dann bist du hier quasi in GGO, was ja auch dazu kam. Ich könnte auch schwören, die würden dann irgendwann auch Ordinary Scale Spiel rausbringen dazu. Zu der Ordinary Scale Welt. Also, könnte ich mir durchaus denken, dass sie das auch machen würden. Weil das ist so ein bisschen Mischmasch, ne? Mischmasch-Welt ist das irgendwie, glaube ich. Ich habe bis jetzt eigentlich jedes SAO gespielt. Ja, also ich habe auch soweit jedes gespielt. Ich fand die auch immer recht unterhaltsam, ne? ja, gibt's auch. Es gibt einen Online-Modus mit Raids, Dungeons, Bosse und alles. Also du wirst auch genügend da grinden können und sowas, diesen Online-Modus, ne? Wie jedes andere SAO kannst du ja auch immer richtig gut grinden und Gruppen aufmachen und verschiedene Settings haben und sowas halt, ne? Du kannst auch hier verschiedene Rollen haben, wie Angreifer, Tank, Supporter und dann war, glaube ich, irgendwas auch mit Heiler oder sowas oder irgendwie sowas in der Richtung. Also gibt es schon Auswahl. Meine ganz blöde Frage, ist das SAO hier mehr Multiplayer? Hab noch nie ein SAO gespielt. Also, jedes SAO hat immer so sein Multiplayer gehabt, mit den Leuten zusammen spielen konntest. Du hast ja auch immer nebenbei so einen KI-Partner auch dazu gehabt. Und man konnte immer zusammen recht gut grinden mit den ganzen. Also du konntest soweit bei jedem SAO gut Multiplayer spielen, so wenn du jetzt mal nicht jetzt Singleplayer spielst. Ich habe ja auch gestern mit Korikyo noch zusammen gespielt gehabt, haben da auch ein paar Bosse gemacht. Achso, ja, aber das meiste ist auch natürlich mit Story, so ähnlich wie bei Final Fantasy, also mehr auf Storytelling ausgesetzt und auch Singleplayer-mäßig. Aber du kannst natürlich auch mit Online eine Menge Sachen machen und aufleveln und Sachen kriegen und sowas halt. Da gibt es halt auch dementsprechend so Sachen, die du da verdienen kannst und dann auch kaufen kannst. Kannst natürlich auch PvP machen, wenn du auf PvP Bock hast. Da gibt es halt so einen Modus, da müssen beide Teams so viel wie möglich Damage an einen Gegner machen und die am meisten Damage gemacht haben, haben dann quasi gewonnen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch normalen Modus und dann gibt es noch irgendwie was anderes. Und dann gibt es außerdem auch Schatzsuche, da ist man zusammen auf so einer Map und dann sucht man eben halt dementsprechend Sachen und all so ein ganzes Zeug, ne? Also so Erkundung. Oh, okay, wir haben jetzt den zweiten Schritt bekommen. Okay. Cool. Weiteren Upgrade unserer KI. Ist es eigentlich Crossplay oder nicht?
Sprich, kann man mit Leuten vom PS4 auf PC zocken, also so wie bei Final Fantasy 14. Oder Fortnite, also diese Epic Games, die haben ja so ein Cross-Save. Leider nicht. Also es wäre natürlich nice, wenn Namco Bandai das machen würde. So ein Cross-Play. Das wäre schon sehr cool mit PC und PS4. Aber leider hat Namco Bandai das immer noch nicht so... Ich weiß nicht, ob die da irgendwie da Interesse haben oder... Aber es wäre schon generell cool, das stimmt. Also so Crossplay, PC und PS4, das wäre schon nice. Weil sie haben ja schon einige Games und die sich darauf spezialisiert haben. Also ich würde das auch cool finden, wenn das Namco Bandai auch bei SAO machen würde oder so. Sowas unterstützen würden, sowas. Sind ja selbst die anderen Spiele, die Crossplay haben, sind auch gerade nicht so unbeliebt, weil man mit den beiden Plattformen auch zusammen denn was machen kann. Hören sich auch viele wünschen bei Monster Hunter World, wenn jetzt zum Beispiel im Herbst die PC-Version kommt, dass sie da auch irgendwie Crossplay hätten. Das wäre auch natürlich cool. So, why not? Schwing, die haben die nächste. Also, wir haben jetzt das abgeschlossen. Geil, jetzt können wir färben. Waffen können wir färben. Ist ja nice. Wir können jetzt hier so wirklich so... Oh mein Gott, ist das cool. Ist ja mal nice. Cool. Hey Lux, grüß dich, ne? Mir gefällt das soweit sehr gut. Also es gibt neue, coole Neuerungen hier in dem Spiel. Die Animation gefallen mir ganz gut so. Also es ist sehr dynamisch, ne? Also man sieht, Sword Art Online, wenn man jetzt zum Beispiel das erste da gespielt hat mit Hollow Fragment, wie sich das natürlich in dem entsprechend entwickelt hat, sogar Hollow Resolation, dann Arceworld vs. Sword Art Online, also auch selbst mit Lost Song, die ganzen SAO-Games. Man sieht ja schon ganz cool, wie sich das so entwickelt. Wenn man jetzt schaut, wie das mit Fette Bullet aussieht. Ist schon cool. Natürlich gibt es immer so Sachen, wo man sagt, das hätte man jetzt nicht machen brauchen oder sowas halt. Also sprich das und das und so. Aber wenn man natürlich so gerne MOs ausleben tut und gerne auf sowas steht, es ist natürlich immer sehr, sehr nice, sowas. Ich mag diese Farbe mit Türkis und Schwarz und so. Ich mag das. Hey, call me Jinx. Grüß dich, na? Lässiger Minirock. Okay, lässiger Minirock. So, das steht irgendwie auch viel. Achso, ich habe das nicht gespeichert. Nein. Geil. Oh mein Gott, ich habe es nicht gespeichert, ey. Ich musste ja auf Optionstaste drücken. Eiskalt einfach abgebrochen. So. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Ich hab mich schon gewundert. Oh Mann.
Sieht vom Gameplay her auch ziemlich interessant aus, habe bis jetzt aber nur Gameplay-Schnipsel auf News-Seiten gesehen. Daher freut es mich, dass du es gerade spielst, so kann ich mir ein Bild von tatsächlichem Gameplay machen. Achso, ja klar, gerne, also das biete ich ja auch immer gerne an, also besonders solche Spiele, die ich auch so gerne spiele. Weil es gibt nicht so viele Leute, die gerne so JRPGs spielen und ich bin ja seitdem immer noch so ein großer Fan von SAO. Ich mag nicht jeder SAO wegen den Harem und den ganzen Geschichte, aber ich finde es immer sehr cool und ich meine, das hat sich dennoch jetzt nicht so negativ entwickelt, so von SAO-Spielen her. Also ich finde das schon sehr cool, auch diese Dialogen sind jetzt mehr so, dass man die tatsächlichen Charaktere sieht, statt dieses 2D. Obwohl ich dieses 2D wirklich auch trotzdem sehr cool fand, weil das ja dieses typische Anime-like hat. Aber ich finde, das ist auch mal was Neues und auch mal moderner halt so entsprechend, ne? So, hier kannst du außerdem in PvP-Mannschaften beitreten und dann hier auch PvE oder eben halt diese Schatzsuche, was ich ja gesagt habe, mit der Map und dann rumlaufen und so. Wir haben ja auch außerdem auch Curators zu Hause, da sind auch die ganzen anderen Leute. Hab das Game jetzt auch, kann endlich nach 5 Stunden Kingdom Hearts spielen. Achso, du hast Kingdom Hearts gespielt. Muss aber auch sagen, dass mir mehr gefällt. Okay. Ja, es macht schon Spaß. Man muss aber auch wirklich so ein MO-Fan sein oder generell auch so dieses Sword Art Online. Es gibt ja genug Leute, die das halt auch nicht mögen, aber jeder ist das seine, ne? Ist halt immer so eine Geschmackssache und wie man das halt so sieht. Aber es macht schon Spaß, das stimmt. Ach ja, jetzt können wir hier Outfits auch bekommen. Die Outfits haben alle keine Werte. Es ist alles eher Glamour jetzt so, ne? Dafür hast du aber deine Attribute und sowas, also die kannst du auch selber verteilen. Und vielerlei andere Sachen noch dazu, ne? Achso, Krankenhaus, nicht Kingdom Hearts. Achso, okay. Und wie war es im Krankenhaus? Falls es euch nicht stört, ich werde mal kurz gemutet sein und werde noch kurz noch was essen, so ein bisschen so nebenbei, weil ich habe echt Hunger. まずはじめにね。
So, wieder da. Ich esse noch nebenbei so ein bisschen. Also Asuna ist unsere Glamour-Königin hier, also die kann dann so uns Outfits zur Verfügung stellen. Also Glamour, Real, Endgame. Okay. Ah, hier sehen wir zum Beispiel Vorschau. Oh ja. Nice. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Das ist cool, ey. Oh man. Ah, Zoom. Oh mein Gott, ey. Oh ja. Wow. Also Glamour-Freunde haben hier auf jeden Fall auch ihr Spaß. Assassin-Mantel, oh. Oh, wir können sogar Asunas Outfit hier haben. Von Chion auch. Nice. Aber hier sieht man auch ziemlich, boah. Das ist das alte Outfit von ihr. Ein bisschen abgeändert. プレゼントするのもおすすめだよ。どうしましょう。あ、hier。Von Defcon sogar. 新しいレシピがあったら持ってきてほしいな。 大事な人にプレゼントするのもおすすめだよ。 Interessant.
So, dann kommen wir mal so bei Aegil. Ah. Also so quasi dieses Identifizieren. Aber gab es ja auch schon bei vorher bei SAO. Nein. Setsumeisuruzo. Begutachten. Dann lass uns mal schauen, Leute, was wir hier so Feines kriegen. Also hier, da wäre ich irgendwie neugierig. Oh. Interessant. Wow. Sirius. なるほど。なかなかの上物だぞ。面白いものが山ほどあるな。他に何かあるか。なるほど。よかったじゃねえか。 何か珍しいものがあれば持ってきてくれよ。これでいいのか。なるほど。 よかったじゃねえか。面白いものが山ほどあるな。これでいいのか。ほう。よかったじゃねえか。いいもの持って他に何かあるか。ほう。よかったじゃねえか。いいもの持ってるじゃない。確認してくれ。なるほど。よかったじゃねえか。 わあ、 Kusanagi。 いいもの持ってるじゃないか。これでいいのか。ほう。なかなかの上物だぞ。 OK。 何か珍しいものがあれば、いいもの持ってるじゃないか。 Wow, cool. Also, wir haben hier noch Lisbeth. An die Haare. Ganz schön windig, ne? Genau hier. Alfheim Online und Sword Art Origin. Weil das richtige Sword Art Online gibt es ja nicht mehr. Das war ja. Existiert ja nicht mehr. Also sprich ein Grad. Existiert schon, aber es ist nicht mehr das Sword Art Online, sondern eher Origin ist ja diese überarbeitete. Hier können wir verstärken und verwandeln.
Na gut, das kennen wir auch von anderen Teilen. Das kennen wir doch auch. Ah, okay. Wird uns erstmal alles erklären, bevor wir das überhaupt machen können. Also selbst für Einsteiger, die zum Beispiel die vorigen Teile nicht gespielt haben, werden trotzdem einen ganz guten Einstieg hier haben. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt hier so nicht einsteigerfreundlich sei. Also ich denke schon, weil hier wird alles trotzdem nochmal alles erklärt und so, auch wenn man die vorigen Teile nicht gespielt hat. Also das finde ich auch ganz gut. Ah, hier, plus und so weiter, ne? Kann man hier halt auch verwandeln. Dann hat man auch welche Speicherchips mit dabei. Wo man was verändern kann oder verstärken kannst. Da werden so welche Beispiele jetzt so gezeigt, ne? Ja, auch fein, sowas. Achso, da gibt es auch welche, die gesperrt sind. Aber die kannst du auch freischalten, diese gesperrten wohl. Durch Freischaltchips. Okay. Ja, das hört sich auch nett an. Ah, hier können wir auch noch verstärken, ne? Waffenmodifikation. Und wie viele Slots die halt auch haben. Genau. Diese Medaillenhändler, die sind ja auch immer sonst bei dem PvE oder PvP-Bereich, also sprich da, wo diese ganzen NPCs sind. Und dann könnt ihr da eben halt so Sachen eintauschen. Also für Sword Art Online würde ich mir auch ein, also die Waffe haben wir ja bekommen, würde ich mir auch über ein Crossplay freuen, also das wäre auch schon nice. Wie die anderen Spiele das ja auch schon ganz gut machen, sowas. Würde ich das auch nicht so falsch finden, wenn das auch hier möglich sei irgendwann. Aber ich weiß nicht, Namco Bandai ist da nicht so wirklich eigentlich. Aber es wäre schon nicht schlecht. Können wir jetzt hier upgraden, ne? Oder? Achso, dann können wir hier die. So. Das ist cool. Ich würde eher so auf Crit gehen oder so. Ich bin so ein Crit-Geierer. Deswegen, ja. Abwarten. Man kann ja später noch so viel machen damit. Wir kleinen. Dann wir Shinon. Unsere, ne? Normales Gespräch. Kirito und Freunde und Werte. Ah, okay.
Sie träumt immer noch vom Fliegen. Aber hier müssen wir noch ein paar Sachen noch so irgendwie freischalten, ne? So, sprich, was wir hier so brauchen. Weil wir müssen erstmal diese Outfits-Designs bekommen. Und wenn wir die dann haben, steht ja eben halt, welche Materialien wir dafür eben halt brauchen, ne? Natürlich sind die geilsten Sachen hier sehr grindlastig bestimmt irgendwann so. Sieht schon sehr cool aus. So. Achso, hier haben wir noch das Schlafzimmer. Sein Zimmer ist voller Harem. Wie soll's anders sein?